Two Point Campus. Der Erfolg von Two Point Hospital spricht für sich. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis die Macher des Spiels einen zweiten Angriff auf euer Organisationstalent wagen. Dieses Mal geht es aber nicht mehr um das Gesundheits-, sondern um das Bildungswesen. Erschafft einen Campus nach euren Vorstellungen mit einer Prise Harvard hier, ein bisschen Hogwarts da, ein wenig Sporthochschule und MIT und Sternenflottenakademie. Die Entscheidung liegt bei euch. Arcade Paradise. Als Ashley übernehmen die Spielenden den Waschsalon der Familie und verwandeln diesen nach und nach in eine lukrative Spielhalle. Verewigt euch auf den besten Listen von über 35 Arcade-Automaten, inspiriert vom Retro-Stil vergangener Tage. Verwaltet eure Einnahmen, investiert in neue Spiele und erschafft so euer eigenes Arcade Paradise. Way of the Hunter. Die realistisch gehaltene Jagdsimulation gibt den Spielenden die Möglichkeit, große Open-World-Umgebungen in den USA und in Europa zu erkunden. Alleine oder mit Freunden können so die Fährten von dutzenden detailgetreuen Tierarten aufgenommen werden, um ein authentisches Jagderlebnis zu schaffen. Madden NFL 2023. In der neuesten Ausgabe der Sportsimulation stellt uns Entwickler EA Tiburon ihr neues FieldSense-System vor. Damit sollen die Spielenden mehr Einfluss auf die Spielzüge nehmen und realistischere Situationen erzeugen können. Diese Änderung wird es allerdings nur auf der neuen Konsolengeneration geben. Saints Row. Saints Row ist bekannt für jede Menge Action. Action, die nicht nur ein klein wenig, sondern so richtig, richtig, richtig drüber ist. Dafür, für den Humor und die schrägen Charaktere lieben die Fans diese Reihe seit inzwischen 16 Jahren. Freut euch auf den größten Action-Spielplatz der Serie, die Stadt Santo Ileso, und sorgt in der dortigen Unterwelt für ordentlich Bambule mit Takedowns und jeder Menge Schießeisen. Destroy All Humans 2 Reprobed. Ja, ist denn schon wieder 2006? Ein kleines bisschen schon, denn THQ Nordic bringt Destroy All Humans 2 in der Reprobed-Fassung zurück auf die heimischen Bildschirme. Und das sieht dank der Unreal Engine 4 ziemlich schnieke aus. Macht mit dem außerirdischen Krypto und seiner Untertasse die Erde der 60er Jahre unsicher und macht euch leckere Hippie-DNA-Smoothies aus den verdutzten Erdlingen. Gerne auch im Splitscreen. Dusk Diver 2. Das schon früher für den PC erschienene Beat'em-up-Action-JRPG kommt diesen Monat auch auf die Konsolen. Mit einer großen Menge an Kombos und Kampffertigkeiten prügelt sich Protagonistin Yumo zusammen mit ihren Kameraden durch ihre Gegner, um ihre Stadt vor einer neuen Gefahr zu beschützen. Formel 1 Manager 2022. Für Fans von Sportsimulationen erscheint diesen Monat der Formel 1 Manager 2022. Entwickler Frontier Developments bringt damit eine detaillierte F1-Management-Erfahrung. Teamsuche, Strategieplanung, Vertragsabschlüsse und vieles mehr. Das Spiel ist dabei der erste lizenzierte Formel-1-Manager seit über 20 Jahren. Der Rennzirkus erwartet euch. Außerdem gibt es im August noch diese anderen Titel, Portierungen und Re-Releases. Birushana Rising Flower auf Genpei. Fishing North Atlantic Complete Edition, Soul Hackers 2, Arcade Gaddon und last but not least Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabunga Collection.